Hallo und herzlich willkommen zurück zum Garden DLC von Haus Flipper. In der letzten Folge haben wir diesen schönen Auftrag hier angenommen und ich hadere noch mit meinem Schicksal. Denn hier sind 96% Streue die Decke einfarbiger Kies. Es wird nicht einfacher, wenn wir da was hinpflanzen, also werden wir diesen Auftrag tatsächlich nicht vollständig abgeben können. Aber ich habe es mehrfach bestreut mit diesem Kies. Keine Ahnung. Also wir müssen noch Nadelstrauch unregelmäßige Form pflanzen. Garten, Pflanzen, Nadelstrauch, unregelmäßige Form. Das wäre dann dieser hier. Ich hoffe, dass es der richtige ist. Ei, der Daus. Den stellen wir dorthin und den anderen hierhin. Ja, den muss man tatsächlich schon so hinstellen. Okay. Unsere schöne Schaufel wieder rausholen. Und gießen. War das jetzt Nummer 1? Jawohl. Das ist also quasi der richtige. Jetzt brauchen wir sogar nur zweimal graben, weil der nicht so tief wahrscheinlich gegraben werden muss. Und gießen. Und damit haben wir hier bis auf die 4% Kies alles gepflanzt. So, Gegenstand entfernen, 40 mal Pflasterstein. Ja, das sollten wir hinkriegen. Das geht ja schnell, ruckzuck. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld wieder rein. Und dann das andere. Also heißt es eigentlich, alle Steine entfernen. Es gibt immer nur ein paar Pinunsen, aber ich könnte jetzt den Auftrag beenden. Aber schlimm genug, dass wir da nicht 100% leisten können. Traurig, aber wahr. So, Streue, Sand, Decke, Sand, Garten, Decken, Sand. Da kaufen wir viele. Und dann hoffen wir mal, dass wir denn hier... Oh, da gehen wir aber darüber. Das ist ja aber auch doof, ne? Oh, das sollte wahrscheinlich auch kein... Das ist doch... Ernsthaft? Ich glaube, dass wir da jetzt richtig Mist gebaut haben. Boah.
Aber vielleicht können wir dann bei der Kiesdecke noch mal was erreichen. Kriegt man ja Drehbum-Bum. %78. Ja, scheint alles zu sein, haben wir alles getroffen. Montiere Spielplatz 01. Was? Spielplatz. Garten. Spielplatz. Erholung. Ah, okay. Och, ich würde sagen, den lassen wir so. Jetzt kaufen. Den stellen wir genau hier hin. Ja, und dann montieren. Ach du himmlischer Heiland. Ach, die Schrauben. Ach, da sind auch noch Schrauben drinnen. Na, guck mal einer an. Die Seile. Okay. Oh, fertig. Gegenstand anbringen, Karussell. Auch noch. Ein Karussell. Aber welches? Da gibt es mehrere. Karussell Azubi. Karussell Azubi. Jetzt kaufen. Das lassen wir schön. Nee, vor der Rutsche ist vielleicht keine gute Idee. Stellen wir das hier hin. Also steht schon da. Und noch eine Wippe. Gegenstand. Da W. Frühling Wippe. Da W. Eine Wippe. Die möchte man haben. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, hier müssen wir, glaube ich, nochmal mit dem Kies rübergehen. Ach, Menno. Der sagt immer noch 96%, ne? Decken. Einfarbiger Kies. Jetzt haben wir schon 97%. 98%. Jetzt haben wir alles. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ei der Daus. Wir bekommen dafür 5.263 Euronen. Das ist echt nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, was der Computer, der hat ja schon wieder neue. Garten nach dem Mähen von meinem Mann. Wir werden Müllkippe ins Außenfitnesscenter. Okay,
Hallo zusammen, mit unseren Nachbarn haben wir beschlossen, die Müllkippe vom verlassenen Grundstück neben unseren Häusern zu entfernen. Wir haben die Erlaubnis der Behörden, dort ein Fitnessstudio im Freien zu betreiben. Wir haben bereits viel Geld dafür aufgenommen, aber wir brauchen jemanden, der sich um die Implementierung kümmert. Sie müssen den Müll entfernen, die richtigen Oberflächen aufbauen, Trainingsgeräte aufstellen und so weiter. Wir setzen auf fruchtbare Zusammenarbeit. Das war doch mal ein schöner, sogar richtig übersetzter Text. Ich sehe das Grauen. Ich sehe das Grauen. Eiderdaus. Nimm die Schaufel. Okay. Nein. Wir wollen die Schaufel. Gott sei Dank haben wir hier die große Schaufel schon. Ach, du himmlischer Heiland. Ach, du himmlischer Heiland. Das sieht ja furchtbar aus. Och Gott, ach Gott, ach Gott, nee. Ja, da werden wir ja ein bisschen was zu tun haben, wenn ich da die lange Latte an Arbeiten sehe. Da haben wir ja richtig zu tun. Möglichst jetzt hier, oh, ich dachte jede einzelne Flasche, das wäre ja der Hammer. Wir haben einen neuen Fertigkeitenpunkt. Den werden wir gleich mal so, das wäre jetzt erstmal das. Dann schauen wir mal nach dem Fertigkeitenkorb. 50% schneller aufräumen. Klingt für mich ganz nett. Dann nehmen wir hier, warte mal, nee, wir nehmen mal die Hand. Oder? Da hätte man ja auch den Rasen mähen können, aber ich glaube, das geht gerade mal so schneller. So. Und Kräuter sind fast alle weg. Ich nehme mal hier unseren Rasentrimmer. Werde hier mal ein bisschen so kann man hier nämlich ein bisschen besser sehen, ob hier noch Unkräuter sind. Dann haben wir diese Fläche nämlich tatsächlich schon fertig hier. Hier sind noch ein paar Unkräuter, genau. Die sieht man tatsächlich auf der Minimap auch gar nicht. Hier muss noch was sein. Aber das sind die Beschmierungen, ne? Das geht ja mit einem Wasserstrahl. Oh, wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist ja cool. So, dann haben wir diesen Streifen tatsächlich schon fertig. Ei, der Daus.
müssen wir die ganzen, wollte ich gerade sagen, die ganzen Flaschen einzeln wäre ja ein bisschen viel, ne? Wir haben einen neuen Fertigkeitenpunkt beim Gärtnern. Da können wir ja nur noch hier weitermachen. Das ist aber nicht schlimm, weil das können wir echt ganz gut gebrauchen. Ei, der Daus. Das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Da möchte man echt nicht sein, ne? Zement. Ja. Na gut, dann werden wir hier mal noch die letzten Paletten und sowas wegräumen und dann die Schaufel in die Hand nehmen. Und dann machen wir den Schutt jetzt hier weg. Wir werden wahrscheinlich da auch noch jede Menge Gras und sowas wegmachen müssen. Auf genau so einen Auftrag habe ich nämlich gewartet, bevor wir uns da so ein Haus antun. Weil das Haus von 26.000 Euro, was wir da gesehen haben, das hat nämlich genau so viel Schutt gehabt. Ich wollte mal gucken, ob wir da nicht vorher noch ein bisschen was tun können. Ah, hier sind noch einige Flaschen drunter. Ach Gott, ach Gott, nee. Das ist doch echt nicht schön. Ja, da haben wir schon richtig was geleistet jetzt hier, ne? Wenn man mal so auf die Minimap guckt, wie es vorher aussah. So. Dann mal hier noch das Zeug verkaufen. Nochmal die Schaufel. Und es ist tatsächlich so, ich werde erstmal alles entfernen, bevor ich hier anfange aufzubauen. Egal welches Teil, Grundstück wir hier machen. Oder Grundstücksteil wir machen. Ich glaube, der Müll muss erstmal weg. Ja, machen wir so. Machen wir so. Hier vorne war jetzt noch was gewesen? Nein. Okay, dann nehmen wir mal den Rasentrimmer. Dann werden wir hier noch mal ganze Arbeit leisten. Oh, hier ist ja noch mehr Müll.
Wie soll man das denn hier alles wegkriegen, sag mal? Das geht ja gar nicht. Also es geht schon irgendwie, aber ich wüsste nicht wie. Aber es, ich habe es geschafft, glaube ich. Bis auf ein, zwei Punkte, die da waren. Düdü. Hier mag er mir nicht alle Unkräuter entfernen. Da muss ich tatsächlich wieder selber arbeiten. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache, ich kriege erstmal das Gras hier weg. So. Hier sind noch einige Schmutzflecken an den Wänden. Hier ist noch eins. Dann können wir hier noch mal ein bisschen Spüli machen. Wow. Wow, wow, wow. So. Gras von der Rolle. Decke Sand. Entferne Unkräuter. Wo haben wir denn hier noch welche? Ah, warte mal. Ich befürchte, dass wir hier noch welche finden werden. Zum Beispiel dieses. Schöne, ne? Ne? So. Ordne Betonstein Doppel-T. Betonstein Doppel-T. Beton. Stein, Doppel-T, 100 mal 100. Ja, 100 mal 100. Kaufe viele. Okay. Wir fangen mal hier an. Weil hier können wir gar nicht. Wir können schon, aber... So. 16 Stück nur, okay. Warte mal. Warte mal. 1, 2, 3. Nee, machen wir mal. Das so nicht. Warte mal. Betonstein. Kaufe viele. So, dann machen wir mal hier. Eins. Zwei. Drei. Oder ist es daneben? Warte. Vier. Drei. Mm-hmm.
So, das sind 9. Zehn, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Das sind 16. Muss man erst mal gucken, wie man das macht, ne? Da muss man ja erst mal kicken, wie man sowas macht. Zack. Wahrscheinlich hätten wir den auch noch ganz bis nach hinten legen können, aber das ist jetzt egal. So, pflanze zweimal Nadelstrauch unregelmäßige Form. Garten, Pflanzen, Nadel. Unregelmäßige Form, kaufe viele. Und davon sollen wir 2 Stück pflanzen. Ich stelle die jetzt erstmal hin, das heißt nicht, dass wir sie da pflanzen. Dann Kugelbaum 5 Meter hoch. Garten, Pflanzen. Kugelbaum 5 Meter hoch. Ja. 1, 2. Ich pflanze die noch nicht. Wie gesagt, die können auch noch umgesetzt werden. Dann dreimal Kugelstrauch 1,50 Meter. Garten, Pflanzen, Kugelstrauch 1,50 Meter. Kaufe viele und zwar sollen das Ei daraus auch 3 sein und dann 3 Bänke auch noch. 1, 2, 3. So, und dann noch anbringen, dreimal Bank Rose. Bank Rose. BANK. Wahrscheinlich diese. Dreimal. 1, 2, 3. So. Dann wollen wir mal gucken. Das ist alles hier drauf. Da würde ich ja mal so sagen, du kommst mal kurz hier rüber. Du kommst mal hier hin. Du kommst hier an den Rand, soweit es geht. Da steht dieser andere Baum, ne? Ja, ich mir schon gedacht. So, dann haben wir hier ein Kugelbusch. Den können wir hier nämlich mittig hinstellen. Dann kommst du hierhin. So.
Du kommst mal hier weg. Du kommst mal dorthin. Dann kommt da noch mal so ein Kugelbusch hin. Dann kommst du. Du kommst hier hin. Der Kugelbusch hier kommt erstmal weg, weil du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. So. Den noch ein bisschen rüber. Kann man so lassen, oder? Ja. Und dann haben wir hier eine Bank, die drehen wir und setzen die hier hin. Dann haben wir hier eine Bank. Die setzen wir hier hin. Und die Bank, die drehen wir nochmal andersrum und setzen die hier hin. So, theoretisch. Theoretisch würde ich das jetzt so begrüßen, zumindest den Streifen. Dann werden wir hier mal einpflanzen mit unserer Mega-Schaufel. Super. Dann du. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das kreativ genug ist, dass das schön aussieht. Aber ich denke, das geht so. So, in diesem Auftrag sitzen wir tatsächlich ein bisschen länger. Wir haben die Folge tatsächlich schon wieder um. Aber ich werde jetzt noch die letzten Pflanzen von diesem Streifen einpflanzen. Das werde ich jetzt noch als letzten Akt dieser Folge machen. Ja, ich könnte jetzt vorspulen etc. pp. Aber ich möchte, dass ihr einfach dabei sein könnt. Genau. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal... Oh, geht so. Okay, das geht so. Ich dachte schon, ich muss hier wieder die Bank verrücken. Aber das geht tatsächlich so. So. Damit ist dieser Streifen erledigt. Tada! Nicht der schönste, aber sehr wesentlich besser als vorher. Hier haben wir, glaube ich, jede Menge mehr zu tun. Der geht bis hier hinten. Was haben wir denn hier hinten? Entferne Unkräuter. Haben wir das noch nicht? Das ist ja eine Frechheit. Okay. Verteilen Sie Gras von der Rolle hier drauf. Das werden wir dann als nächstes in... Oder als erstes in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei.
Dann das wird hier wohl ein Sportfreigehege. Ein Sportfreigehege. Bin ja mal gespannt, was da für Geräte so gibt. Und wenn ihr auch gespannt seid, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. In diesem Sinne, ciao und bye bye.